Die Sonntagsfahrer. Die Mitfahrzentrale. Er ist gelernter Diplom-Informatiker, das hat ihm dann aber anscheinend doch nicht gereicht. Deswegen ist er hauptberuflich Journalist geworden, ist Kommentator bei Eurosport, hat mit dem ganzen Team für die Übertragung von den Olympischen Spielen 2008 in Peking den deutschen Fernsehpreis für die beste Sportsendung bekommen. Also seriös, seriös. Außerdem ist er aber der weltweit einzige aktive VOG-WM-Kommentator. Lustig, lustig, denn alles, was Stefan Raab noch so an Quatsch veranstaltet, das kommentiert er eigentlich auch selber. Und hat die Lizenz zum Bobfahren, aber auch einen Führerschein und damit mehr als berechtigt, in der Sonntagsfahrer-Mitfahrzentrale Platz zu nehmen. Herzlich willkommen, Ron Ringut. Schönen guten Tag. Die Bob-Lizenz, was ist denn am Bobfahren toll, außer dieses Wurst-in-Pelle-Outfit? Naja, man muss das ja nicht in diesem Outfit machen, aber wenn man es schnell machen will, sollte man das anziehen. Ne? Aber nee, ich habe das dann irgendwann angefangen, als Bahnsprecher in Altenberg an der Bahn zu machen und dann war ich manchmal gelangweilt und habe mit dem Bobfahren ein bisschen mittrainiert und irgendwann haben sie gesagt, kannst du mal mitfahren und da musst du dann eben diese Lizenz lösen, musst zum Arzt gehen, musst einen Verein finden, der dich haben will und dann darfst du erst richtig einsteigen mit runterfahren. Ja, und wie ist es jetzt als Presswurst den Hang runter? Ach, ich sag mal so, ich bin das meiste oder am meisten in Altenberg gefahren, was mit einer der härtesten Bahnen ist. Und oben ist das immer noch ganz lustig, aber ab dem Kreisel habe ich es immer wieder bereut, oben eingestiegen zu sein. Aber das macht dann ganz im Ernst keinen Spaß mehr. Sie haben im Vorgespräch erzählt, dass Sie im Bob sogar schneller unterwegs sind als mit Ihrem Ford Galaxy. Ist das nur dicke Hose oder mal wirklich gemessen worden? Ja, also in Altenberg sagt man so 120, 130 oder sowas. Das ist dann auch schon nahezu meine Reisegeschwindigkeit in meinem Ford Galaxy auf der Autobahn. Schneller muss ich auf der Autobahn nicht mehr. Bobfahren, Skifahren mit dem VOG den Berg runter auch mal ausprobiert? Ja, logisch. Aber harmlos. Also ich darf das jetzt vielleicht nicht sagen, wir müssen es ja mal ein bisschen dramatischer verkaufen, aber es ist im Vergleich zum Bobfahren ist es harmlos. Also eigentlich durchaus jetzt, sagen wir mal, rasant vorwärts kommen, würde ich jetzt so als Überschrift über Sie drüber setzen. Dennoch sind Autos eher so ein Zweckgegenstand und nicht eine Liebesbeziehung. Ja, muss man so sagen inzwischen wirklich. Also ein Auto, da muss irgendwie alles reinpassen, das muss ein Lenkrad haben, da muss man einigermaßen bequem drin sitzen und dann reicht mir das eigentlich schon. Und deswegen vielleicht auch so ein bisschen die Familienlimousine, da sitzen hinten zwei Kinder und hinten muss das ganze Gerassel reinpassen und dann ist eigentlich schon gut. Dabei haben Sie wirklich alle besten Voraussetzungen bekommen. Ihre Eltern haben, für die war Auto wirklich Thema und ja. Die Autos hatten liebevolle Namen wie Rumtreiber und so weiter. Was ist bloß passiert in Ihrer Sozialisation, dass Sie das nicht übernommen haben? Den müssen wir erstmal klären. Vom Osten, ne? Und ich meine, in der DDR, wir wissen ja alle, wie lange man warten musste auf so ein Auto. Und dann war es eben so ein besonderer Tag, wenn man das Auto abgeholt hat. Dafür bin ich immer aus der Schule genommen worden. Wir sind dann von Oschersleben in Sachsen-Anhalt nach Wernigerode gefahren, in dieses Auslieferungslager, haben dort eben dieses Auto abgeholt. Und man wusste wirklich am Morgen noch nicht, was man genau für eine Farbe bekommt. Also das war irgendwie, was auf dem Hof stand, hat man da mit nach Hause bekommen. Und hat sich dann gefreut, weil es doch immer so ungefähr die Farbe war, die man auch haben wollte. Das irritiert mich jetzt. Manche haben ein Leben auf ein Auto gewartet. Sie sind immer aus der Schule genommen worden. Wie viele Autos haben Sie denn gekriegt? Gab so die alten Tricks. Mutti war angemeldet, Vati war angemeldet, Oma war angemeldet, Opa war angemeldet. Wenn man das alles zusammenrechnet, dann ist man eben doch ein bisschen öfters dran gewesen. So, und das erste eigene Auto von Ron Ringut war dann tatsächlich auch wieder ein Trabant himmelblau. Selbstverständlich. 10 Jahre alt gewesen und 10.000 Ostmark gekostet. Teurer als neu wahrscheinlich, ne? Ja, selbstverständlich. Das war ja das einzige Gebiet in der DDR, wo eine Marktwirtschaft funktioniert hat. Also Angebot und Nachfrage haben den Preis bestimmt. Bloß wenn das erste eigene Auto ein himmelblauer Trabant war, dann würde ich doch sagen, von meiner Westberliner Seite aus, dann würde ich doch danach totaler Autofan sein, nach der Wende, nach dem, was sich dann plötzlich alles bietet. Ist aber nicht so. Ruhe bewahren, natürlich dann. Der Trabi hat sich dann eben irgendwann verabschiedet und ich konnte mir dann auch meinen ersten Polo leisten und da hat man sich natürlich gefreut, dass es irgendwie im Fußraum warm war, dass nicht alles geklappert hat an diesem Auto, dass der hat ja sogar einen Bremskraftverstärker gehabt und solche verrückten Sachen, die man sich früher nie denken konnte. Ne? Jetzt Familienkutsche, wo sich hinten zwei fünfjährige Zwillinge ihres Zeichens vergnügen. Wie sieht's denn aus, so eine Autofahrt bei der Familie Ringut? Also ich muss ehrlich sagen, meine Kinder sind relativ genügsam. Also das ist schon, ich sag mal so, bis Berlin gibt es überhaupt keine Probleme. Inzwischen sind wir aber auch so, wenn wir ein bisschen längere Strecke fahren müssen, dann gibt es dann doch schon so eine Art Pad, hier so ein Tablet-Computer, der dann hinten hin und her gereicht wird und wo dann Angry Birds gespielt wird. Und den können wir, glaube ich, auch irgendwie bis zum Nordpol fahren. Ich glaube, dann merken die gar nicht, wie lange die hinten drin sitzen. Okay, also man hört gerade, so richtig emotional ist es nicht, was das Autofahren betrifft. Aber ich lese hier gerade in der Vorbereitung, es gab mal den zweiten Platz bei der Sahara Rallye El Shot. Ja,
Eine Freundin von mir hat in Tunesien gearbeitet. Die hat so für eine deutsche Textilfirma die dort geleitet und die ja, deutsche Community, die das dort gab, die hatten alle so Geländewagen. Und dann haben die irgendwie mitbekommen, dass da jemand eine Rallye organisiert und wir sind die mitgefahren. Und da muss ich allerdings auch sagen, ich glaube, es ist verjährt. Also man kann uns den Pokal nicht mehr wegnehmen. Wir haben auch ein bisschen gemogelt, weil wir kannten uns natürlich aus diesem Terrain. Wir wussten, wenn eine Rundstrecke gefahren wird und haben unser kleines Auto, ein VW Iltis, gnadenlos ausgeladen. Sind diese Runden gefahren, natürlich mit dermaßen im Untergewicht, dass wir dort die schnellsten waren und haben dann einfach wieder alles eingeladen. Während alle anderen, die sich dort nicht so auskannten, sind eben mit ihrem vollen Gepäck gefahren. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt ungefähr 5-mal gesagt, ja, die Liebe zum Auto bei Ihnen ist ja nicht so groß. Und dann kam immer, ja, aber, und dann kommt doch so eine Geschichte, wo man denkt, nee, also so völlig autouninteressiert ist der Typ nicht. Wir reden von den 90er Jahren. Wir haben 2013. Man kann sich ja entwickeln, oder? Aber gute Frage, denn auch aus dem Vorgespräch wissen wir, Sie sind ein Automessi. Ja, was heißt Messi? Also das ist, also es riecht jetzt nicht unangenehm in meinem Auto, aber es kann schon sein, dass da noch ein Kaffeebecher rumliegt, der 2 Wochen alt ist und ein paar Krümel hinten auf dem Hintersitz. Und jetzt kommt der Teil, der mich dann wirklich verwundert hat, denn dann hieß es weiter, ja, meine Freundin und ich, wir ergänzen uns da ganz gut, ich verdrecke das Auto, sie räumt es dann wieder auf. Naja, ist doch ideale Basis für eine Beziehung, oder? Genau. Wenn sich die Hobbys so ideal ergänzen, auch zu Hause, ich mache gerne alles unordentlich und sie räumt gern auf. Also so hat jeder mal was zu tun. Jetzt kommt noch der Mitfahrercheck, da müssen Sie ganz alleine durch. Wir beginnen aber den Satz und Sie müssen ihn vervollständigen. Ich bin ein guter Beifahrer, weil... Ich meist Zeitung lese und gar nicht mitkriege, was mein Fahrer macht. Auf meinem Führerscheinbild sehe ich aus... Ja, wie ein 18-Jähriger. Ah, so ein Streber-18-Jähriger. Ach Mann, ich hatte einen Mittelscheitel und längere Haare. Ganz grausam sehe ich aus, aber das will ich doch hier nicht zugeben. Mich bringt beim Autofahren nichts aus der Ruhe, außer... Ja, wenn ich jemanden vorlasse und der sich nicht bedankt. Über mich selber würde ich beim Autofahren meckern, weil ich... Ja, ich fahre doch perfekt. Warum sollte da irgendjemand meckern über mich? Also, ich lasse auch immer jeden vor. Also, das ist der Satz ist nicht zu vervollständigen. Wenn Ron Ringgut ein Auto wäre, dann ein? Gottes Willen. Ach, irgendeins, was wenig verbraucht, weil ich so ökologisch eingestellt bin. Ron Ringgut, Moderator, Kommentator, Produzent, heute unser Mitfahrer bei den Sonntagsfahrern. Und was ist das nächste dicke Ei, wo wir Sie hören, kommentieren, hören können? Ganz passend zum Thema. Dickes Ei, die Gewichtheber-Europameisterschaft auf Eurosport ab dem 8. April. Es geht noch harmlos los mit den Damen bis 48 Kilogramm und endet dann mit den Superschwergewichten. Alles klar, vom 8. bis 14. April die Gewichtheber-Europameisterschaft und mit dabei Ron Ringgut. Aber heute war er noch bei uns und ja, wir heben ihn hoch auf den Thron der Mitfahrzentrale. Dankeschön. Tschüss, Ron. Tschüss.